Oh, was ist passiert? Wo ist mein Arm? Ich muss ihn finden. Okay, da sind wir, Leute. Ja, genau. Wir spielen heute diesen Arm, nee, diese Hand, nicht den Arm. Der Arm wird gesucht. Das war wieder ein interessantes neues Spiel, was ich gefunden habe. Und ich wollte es schon immer mal anspielen. Es geht um eine Hand, die man quasi steuern kann. Und irgendwie muss ich sagen, dass mich das fasziniert hat, dass dieser Daumen und allgemein die Finger von dieser Hand sich doch so ein bisschen anders verhalten als normalerweise. Schau euch das mal an. Sieht einfach aus wie so ein Alien, diese Hand. Okay, wir gehen mal hoch und nehmen mal dieses Ding damit. Das ist wahrscheinlich ein Item. Und wir können uns tatsächlich sogar drehen, einfach mit der Maus. Okay, wir haben einfach so ein paar Einstellungen, die uns so gezeigt werden. Oh, okay, es gibt auch Lava in dem Spiel. Und so wie es aussieht, kann die Hand auch einfach an Wänden laufen. Wir checken einfach mal aus, wie das Ganze hier funktioniert. Ich versuche mal so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig hier durchzukommen. Es ist, glaube ich, so teilweise Parkour, teilweise Abenteuerspiel. Und das ist quasi eine Demo. Das ist so komisch, Mann. Das ist doch kein Finger. Dieser eine Finger, der Mittelfinger, ist gerade viel zu lang. Naja, egal. Wir spielen einfach mal weiter. So, ich muss den Becher finden. Übrigens, auf dem Bild, was gerade erschienen ist, hat man ganz deutlich gesehen, dass die Hand, nicht der Arm, ein Armband getragen hat. Vielleicht sogar eine Armbanduhr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken mal. Wir können hier einfach so hochklettern. Und können das dann, glaube ich, außer Gewicht bringen oder so? Können wir auch angreifen? Nee, ne? Oh, nein! Nicht runterfallen. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt mal an diese Roll rangehen. Uns da so festhalten. Oh, ist das heftig. Und dann einfach hier rüber. Okay. Lieber Becher, wenigstens bist du bei mir. Okay, wir haben einen Becher gefunden. Ne? Ich begleite dich auf deiner Reise. Okay, wir reden mit dem Becher. Schon sehr nice. Wir checken mal aus, was das Spiel noch so für uns bereithält. Aber wir können den Becher richtig nice schnappen und dann teleportieren wir uns weg. Das war ein Level. Das war ein richtiges Level, was wir gerade gespielt haben. Handlicher geht nicht. Okay, wir haben jetzt den Becher gefunden und der Becher soll uns angeblich ja helfen. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber wir checken es mal aus. Wir checken mal. So, und gucken mal, was da... Oh, okay. Hier muss man so ein bisschen nach links und rechts laufen. Okay, nice. Und auch ein bisschen, so, die Items hier mitnehmen. Ich möchte natürlich nicht zu viel. Irgendwie muss ich sagen, die Hand erinnert mich doch an eine Spinne so ein bisschen. Ne? Ich weiß, sieht aus wie eine Hand, aber bewegt sich wie eine Spinne, oder? Schlüssel greifen? Oh no. Mit Schlüsseln kann ich Schlösser öffnen, sagt die Tasse gerade zu uns. Schlüssel greifen. Okay, Schlüssel. Wir können den echt so greifen mit da. Oh, das sieht so ungesund aus. Okay, und dann einfach mal hier reinmachen. Okay, und dann hier... Und dann da nochmal reinmachen. Alright. Ein Weg wird gebaut. Nice one. Wir gehen weiter und gucken, dass wir hier schwuppdiwupps da drauf gehen. Und dann hier, jawohl. Oh, ich möchte gerne schon das Item da haben. Das sind so zwei Fäuste, auf denen wir uns hier bewegen. Jawohl. Item bekommen. Ich weiß nicht so ganz richtig, was das ist. Ich glaube, das sind so Fingerhüte, die wir da gerade sammeln. Schnippellose Dinge mit zwei. Oh, wir können schnippen. So. Alter, das ist cool. Okay, dann schnipp mal weg hier. Weg damit. Alter, nice. Einfach die Hand mit ihren Attacken. Ich habe mich schon gefragt, wie die kämpft. Aber die kann bestimmt auch eine Faust geben. Bin ich mir ganz sicher. Hier haben wir ganz typisch ein paar Flammenwerfer. Und am Ende eine nice Taste gefunden. War jetzt gar nicht so schwierig, aber schon cool, dass man schnippen kann. Das war wirklich fantastisch. Handlicher geht es kaum. Okay, Zeit an der Hand. Hier, die Sachen können wir jetzt wegschnipsen. Und da ist sogar ein Item. Nice one. So, und jetzt können wir mal gucken, was wir hier haben. Und es ist die Armbanduhr. Ich hab's gewusst. Oh, eine Uhr. Jetzt kann ich die Zeit im Blick behalten. Okay, checken wir das mal aus. Und jetzt haben wir wirklich... Oh, wir haben jetzt ein Zeitmenü einfach freigeschaltet bekommen. Wie krass ist das denn? Oh nein, jetzt ist die Box runtergefallen. Ich hoffe, wir schaffen es auch so. Schön hier dran. Schön da hoch. Weg von den Flammen. Sind mir auch ein bisschen zu laut. So, hier mal zwei, drei Schritte. Eieiei, okay, das sind so Sachen, die so quasi runterfallen können. Ha! Okay, dieses Brett hier rollt die ganze Zeit. Da müssen wir abspringen und dann auf die Säule drauf. Okay, jetzt kommt was Neues. Was ist das? Das ist quasi so zum Festhalten. Da können wir quasi den Ring anziehen.
Oh, nice. Und an die Tasse dran. Wir müssen einfach immer die Tasse bekommen. Schon ein bisschen lustig, aber ich bin mir irgendwie sicher, dass es irgendwas mit der Tasse zu tun hat. Und, oh, okay, persönliche Bestleistung. Es gibt jetzt, seitdem wir die Uhr haben, also auch so Timing-Jackpots, beziehungsweise Rohre ohne Ende. Es gibt also jetzt quasi auch so Rekorde, die wir brechen können. Da checken wir das Ganze mal ab. Das hier ist quasi wie so ein Gaffer-Tape, quasi so Klebeband. Warum sind hier so viele Rohre, fragt die Hand. Und die Hand unterhält sich immer gerne mit sich selber. Und da hinten, ne, ist ein Hut. Nee, oh, wir haben gerade neues Zubehör bekommen. Oh, nein! Was, der Hut hat mich gerade getötet, Mann. Okay, ich wurde aber zum Glück gerade zurückgebracht. Oh, guck mal, wir haben Damage bekommen und haben jetzt einfach so ein Pflaster einfach an der Hand dran. Und was ist das jetzt da hinten? Himmel, zum Glück können Füße nicht klettern. No way. Wir haben jetzt hier Füße, die uns angreifen. Was? Oh Gott. Nein, lass mich in Ruhe, bitte. Aua, Alter, der tritt mich. Hör auf, oh Gott. Das war's. Muss jetzt hier ran. Geh da ran, Hand. Oh. Okay, okay, okay. Ganz... Oh mein Gott. Füße können uns einfach angreifen. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Dieses Spiel ist sehr faszinierend gemacht. Ich find's richtig nice. Das wirkt ziemlich unsicher. Irgendwie gibt es immer einen Punkt, wo irgendwann einfach so Sägeblätter kommen in so Spielen. Ist einfach ein Klassiker. Und Flammenwerfer. Wobei ich sagen muss, oh, hier müssen wir einfach nur durchlaufen. Gehen schon recht schnell wieder an. Und da hinten haben wir wieder ein... ein kleiner, aber feiner, eine kleine, aber feine Windturbine, die uns dann so hoch bringt, dass wir quasi an dieses Rohr hier dran schweben können. Hey, hat richtig gut funktioniert. Und da ist jetzt wieder ein Rohr, was uns so einsaugen kann. Okay, mal gucken. Ist das quasi das Rohr, was uns zur Tasse bringt? Ah, dann weiteres Rohr. Okay, hier nach vorne drücken, zum nächsten Rohr und da ist die Tasse. Easy. So, das Level haben wir jetzt sogar unter 2 Minuten 15 geschafft. Das heißt also, wir sind schon richtig schnell. So, Schrankwahn. Jetzt haben wir einfach in der letzten Runde hatten wir es jetzt die ganze Zeit von Rohren, ne? Und jetzt sind wir bei Schränken angekommen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, und ich dachte, ich hätte schon alles gesehen, sagt die Hand. Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht sogar eine Schranktür öffnen. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Muss ich erstmal gucken. Also wir haben auf jeden Fall... Oh, wir haben so Stühle, die wir bewegen können. Eieieiei, das ist ja richtig hier ordentlich gemacht. Aber ich bin schon eine schnelle Hand, ne? Mit meiner Armbanduhr. Was passiert, wenn wir den Kaktus berühren? Oh, oh, aua, 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 aua. Okay, nichts Gutes auf jeden Fall. Auf jeden Fall nichts Gutes. Jetzt vom Fuß ausweichen. Jetzt schnell die Hand hochklettern. So. Ganz entspannt den riesigen Turm hochklettern. Damit sind wir am Schrank Everest. Haha, war gut, oder? Hey, danke schön. Also, wir haben von den Schränken auf so Bürolampen, auf denen wir sind. Das ist schon... sehr nice. Oh, aber wir können auch hier nochmal dieses Zeug hier wegschnipsen. Schnips mal weg, genauso wie den Kaktus. Weg damit. So, jetzt mal ran an die Hand. Oh. Das war nichts. Ey, aber diesmal hat uns die Tasse zurückgebracht. Ich glaube, hier müssen wir ganz vorsichtig einfach nur rüberklettern. Wie passend. So, hier haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen Luft. Da können wir so... die Vorwärtsbewegung holen. Uiuiuiui. Und jetzt haben wir einfach so ein Skateboard. Nein, schnell drauf. Okay, nice. Wir fahren jetzt einfach mit so einem Skateboard bis zur Kaffeetasse. Ist es Kaffee oder ist es doch nur ein Saft? Das gibt mir zu denken. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich zugeben. Persönliche Bestleistung. Weiter. Eieiei, okay. Kistenbrücke. Okay. Also, mal gucken, was wir jetzt hier für eine neue Mechanik bekommen. Ich wäre gerne mehr als nur eine gewöhnliche Hand. Eine Art, was, Handdetektiv? Hat sie das gerade gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Uiuiui, okay. Das sind auf jeden Fall so Eisblöcke, an denen wir uns befinden, ne? So, die Hand springt. Und wieder ein neues Zubehör. Nägelrot. Ich würde schon gerne mal mein... Kann ich mein Aussehen ändern? Nee. Mach mal hier... erstmal das Level fertig und dann gucken wir mal, ob wir unseren Look ändern können. Hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen schnipsen, beziehungsweise... oh, das ist jetzt schon ganz nice umgefallen. Beziehungsweise hier nochmal ein bisschen mehr... Uiuiui, nein, nicht nach hinten fallen.
Okay, ist nicht schlimm. Ist jetzt zwar nach hinten gefallen und gibt uns jetzt quasi hier die Möglichkeit, über diese Kistenkette hier zu springen. Aber die ist ebenfalls sich ganz stark am Bewegen. Eieieiei. Das ist mal eine richtige... Das ist eine ganz schön fiese Kette, aber man kann durchlaufen. Einfach ganz entspannt. Man muss auch sagen, die Hand kann richtig weit springen. Also wirklich weit. Die hat richtig Kraft so. Guck mal, man könnte jetzt zum Beispiel hier wieder drauf springen. Ja, okay, das ist so das Maximum. Und dann quasi hier drauf springen. Last one. Hier drauf springen. Okay, okay, okay. Und dann auf das da. Oha, oha. Okay, nice. Da hinten ist schon die Tasse. Ich mach das hier. Ich bin der Handprofi. Jawohl, es geht. So, und dann zur Tasse. Oh, ich habe gerade eben gedacht, hoffentlich springe ich nicht dran vorbei. Ich hoffe, ich habe jetzt mal einen richtigen Rekord bekommen bei Kistenbrücke. Kriege ich die 3? Nein, die 3. Die 3 Hände mit Daumen kriegt man erst ab 1 Minute 15. Also nochmal 15 Sekunden schneller. Ice, Ice, Boom heißt diese Karte. Und es gibt also auch Bomben, die man werfen kann. Oh nein! Nicht schon wieder. Einfach gestorben, Mann. Oh, das war mies. Okay, greifen. Getragenes Objekt werfen. Jetzt habe ich aber nicht geworfen. Gestorben bin ich auch nicht. Kriege ich nochmal eine Bombe? Ja. Greif sie und jetzt. Wirf! Oh mein Gott. Okay, wir müssen gedrückt halten. Ich habe es gecheckt. Gedrückt halten und jetzt werfen! Jawoll! Schönes Ding. Gut gemacht, Hand. Gut gemacht. Irgendwann kaufe ich der Hand ein neues Pflaster, weil sie braucht, glaube ich, immer mehr und mehr. Also ich glaube, desto öfter man stirbt, desto mehr Pflaster bekommt man. Wir haben jetzt schon 2. Aber naja, ist okay. So, gucken wir. Oh, was ist das für ein Schatten? Ich glaube, oben fliegt gerade wirklich ein fliegender Fuß. Ich bin mir sicher. Wirklich. Ich habe mich nicht geirrt. Hier muss man jetzt das Ding auf jeden Fall lang genug halten und dann werfen. Jawohl. Das musste man ein bisschen länger halten, ne? Damit man da den Stein nach unten bringen kann. Ich glaube, hier oben war der... Ist das ein fliegender Fuß? Nee, ist eine fliegende Hand wieder. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Fuß, Mann. Vom Schatten her sah das auch wirklich aus, als ob das so ein Fuß wäre. Aber wir kooperieren nicht mit Füßen. Das sage ich euch. Ich glaube, hier oben ist sogar, glaube ich, ein Schlüssel. So. Kann ich den Schlüssel so runterwerfen? Ja, kann ich sogar. Jawohl. Geht der auch rein? Okay, der bleibt da unten liegen. Dafür, dass der jetzt da unten liegen bleibt, ist es perfekt. Weil dann können wir nämlich versuchen, ne, auf so eine Hand da drauf zu springen. Zack. Jawohl. So, dann müssen wir nämlich nicht zweimal runter, sondern können auch gleich noch den Schlüssel hier holen. Dann sparen wir uns gleich auch noch Zeit. So, einmal hier graben. Und dann hier so seitlich runterwerfen. Na? So, geht der runter, der Schlüssel? Jawohl. Aber bin ich denn nicht ganz runterfliegen? Oh, er fliegt ganz runter. Aber er respawnt. Okay, wir müssen nur ein bisschen Glück haben. Und mit ein bisschen Schwung landet er schon an der richtigen Stelle. Nice one. So, dann haben wir den. Dann gibt es da nochmal einen Schlüssel. Guck mal, dafür gehe ich jetzt nochmal kurz auf die Faust drauf. Gehe an den anderen Schlüssel dran. Aber wobei, nee. Ich glaube, ich kann hier schon jetzt auf den Schlüssel da drauf gehen. Den nochmal graben. So, dann haben wir jetzt nochmal einen dritten Schlüssel. Kann ich hier schon mal einen Schlüssel reinmachen. Dann den zweiten Schlüssel reinmachen. Den dritten Schlüssel reinmachen. Das ging jetzt wirklich fix, muss man sagen. Da haben wir gerade, glaube ich, schon anders gespielt, als gewollt war. Aber ich fand es ganz nice. Damit sind wir jetzt deutlich schneller durchgekommen. Da ist nochmal so eine Finger, so ein Fingerhut. So, es gibt übrigens auch eine Blume, die heißt Fingerhut. Die ist, glaube ich, extrem giftig. Da sollte man aufpassen. Deswegen nicht zu viel Fingerhüte essen da draußen. Also am besten gar nicht, das wäre giftig. Das ist ein weiter Sprung, aber ich kann es schaffen. Okay, dann haben wir jetzt quasi das geschafft. Hä, aber wie soll ich das denn schaffen? Spring! Jawohl, okay. Easy going. Und damit haben wir wieder ein weiteres Level geschafft. In 3 Minuten 28. Ist das jetzt ein Rekord? Ist das ein Rekord? Ich glaube nicht, oder? Nee, nur 5 Minuten 40. Nur einen Daumen. Meine Güte. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen die Demo von dem Handspiel gespielt. Falls ihr übrigens auf die Vollversion Bock habt, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, einen netten Kommentar schreiben. Wir sehen uns. Ciao!